alles bereit für unseren fünften, eigentlich fünften, heute vierten Kandidat. Und der gehört als Informatiker jener wissenschaftlichen Disziplin an, die nicht gerade dafür bekannt ist, eloquente Spaßbomben für die Bühne zu produzieren. Ui. Es sind Informatiker anwesend, wie schön. Aber Dieter Hildebrand formulierte so schön, der Computer rechnet mit allem, nur nicht mit seinem Besitzer. Und so scheint es auch hier zu sein, denn unser Kandidat stand schon zigmal auf Deutschlands Science Slam Bühnen, er konnte zigfach das Siegerpodest betreten und wurde, wie eingangs erwähnt, beim Deutschlandslam 2013 Vizemeister. Und um mir langwierige Recherchen zu ersparen, hat er mir einen Lebenslauf geschickt. Und so ist es mir heute vergönnt, zum ersten Mal einen Kandidaten mit seinen eigenen Worten vorzustellen. Geboren am 29.08.1981 in Dresden, aufgewachsen in Saalfeld, Südthüringen, Studium Diplom-Informatik in Jena und seit 2009 Mitarbeiter und Promovent an der Friedrich-Schiller-Universität Jena in der Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz, nebenbei freiberuflich Illustrator und Comiczeichner. Zum Zeichnen kam ich hauptsächlich durch den Umstand, dass meine Eltern befanden, ich würde für mein zartes Alter von 8 Jahren zu viel Fernsehen, hauptsächlich Lassie und Flipper im Nachmittags-Westfernsehen, das man so nahe der Grenze empfangen konnte. Nun beschlossen also die Eltern, den Fernseher abzuschaffen. Als Ausgleich malte ich, zumeist auf billiges, raues Endlosdruckerpapier, das mein Vater von der Arbeit mitbrachte, Klammer auf, das war damals kein Diebstahl, weil alles in einem volkseigenen Betrieb auch Volkseigentum war, sagte man sich. Zum Computerzeugs, Klammer auf Informatik, Klammer zu, kam ich im Alter von 12, als ich mein Vater zu Weihnachten den ersten PC, 386er, kaufte, den ich erlaubter und unerlaubterweise mitbenutzte. Ich lernte mit alten Basic-Büchern meines Vaters programmieren und konnte schon mit 16 die Architektur einer Intel-CPU auswendig, was auch alles über meine damaligen sozialen Fähigkeiten aussagt. Klammer auf, nicht, dass ich das groß geändert hätte, Klammer zu. Zum gleichen Weihnachtsfest bekam ich übrigens ein Keyboard. Allerdings ist von meiner Musikerkarriere nicht viel übrig geblieben als ein wenig Geschrummel auf der E-Gitarre mit Freunden. Jedenfalls lebte ich so ziemlich den Standard Way of Life eines pickeligen Nerds, Computerspiele, Programmieren, Schiffsmodellbau etc., der über Umwege von Jugend forscht und einem unfreiwilligen 9-monatigen Aufenthalt bei der Bundeswehr, weil er schlichtweg zu faul war, den Verweigerung zu machen, okay, landete er also schließlich in der Informatik. Und 2005 begann, schreibt er, dieser ganze Hype um das Web 2.0, von dem ein befreundeter Literatur- und Philosophie-Kommilitone so begeistert erzählte. Und ich war so in meiner Ehre gekränkt, mich von ihm in einer Computersache belehren zu lassen, dass ich das selbst probieren wollte. Also startete ich einen Blog und, um mich von anderen abzuheben, besann ich mich auf meine Fähigkeiten des Zeichnens. So begann ich einen Blog in Comicform, was ich damals unheimlich innovativ hielt, bis ich durch Suchmaschinen erfahren musste, dass es schon eine signifikante Webcomic-Szene gab. Durch regelmäßige Blog-Einträge wage ich jetzt jedenfalls mal zu behaupten, dass ich ganz ansehnliche Comics zeichnen kann, sodass es sogar Menschen gibt, die mir dafür Geld hinwerfen. Ja, auf dieser Bühne, meine Damen und Herren, erlebt man ausgesprochen selten Menschen, die so bescheiden sind wie unser Kandidat. Denn unter anderem war der sich selbst als Hobby-Comic-Zeichner bezeichnende erster Preisträger des wichtigsten Publikumspreises für Comics, des Web-Sondermann. Er ist Herausgeber der Panik-Elektro-Comic-Anthologie Seelenstrips sowie zahlreicher Webcomics und von bisher 5 Büchern. Er arbeitete als Freelancer für zum Beispiel Samsung Mobile, dieser kleinen Firma, und er hat seit 10 Jahren ausgesprochen bemerkenswert eine Freundin. Diese Freundin bezeichnet er in seinen Comics Nadini,
Und die achtet im echten Leben darauf, wie er mir schrieb, dass ihr Kerl sich ordentlich anzieht, gesund isst und ab und zu seinen Schreibtisch aufräumt und kein digitaler Hipster wird. Eine Freundin, die ihn eben immer wieder in die Realität zurückholt oder dorthin schickt, etwa zum Joggen, um abzunehmen oder vielleicht auch nach Marburg. Ich freue mich sehr darauf, den Vize-Slam-Meister zu begrüßen, Johannes Kretschmer mit seinem Vortrag Komplexität und Berechenbarkeit von Kleidermode. She is not too smart and would be just fine. But I'd rather be dressed to the nines. It's a truth you can't refute. Nothing suits me like a suit. Picture a world where all the boys and girls are impeccably well dressed. That delivery guy in a jacket and tie, that puppy in a double breast, that cheeky stupid mutton chops, that baby. Ja, hört man mich? Guten Abend. Wie gesagt, mein Name ist Johannes Kretschmer. Ich komme, wie man hier lesen kann und auch hört, aus Jena. Das ist in Ostdeutschland, in Thüringen. Und ich beschäftige mich auch neben meiner Arbeit an der FSU Jena als Informatiker mit Alltagsthemen und versuche quasi Informatik auf Alltagsprobleme anzuwenden. Wie zum Beispiel eins, was ich vor einem Jahr beobachtet habe, als ich mit meiner Freundin einkaufen war und auf diesen viel zu seltenen Sitzmöbel Platz genommen habe, dass es unterschiedliche Arten gibt, wie Mode benutzt wird oder wie man sich anzieht. Manche brauchen viel länger dafür, kaufen in unterschiedlichen Läden ein. Ich für mich bestelle zum Beispiel alles einfach im Internet. Meistens in schwarz, weil das passt immer. Aber meine Freundin zum Beispiel geht in diese vielen Läden, diese Marken, hat verschiedene Farben. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das? Ja, Mode, wie funktioniert das? Auf was muss man da achten? Das heißt, ich habe quasi ein mathematisches Modell entwickelt, was so erklärt, wie Modephänomene passieren und funktionieren. Mit dem Ziel natürlich, dass ich das als Informatiker und Rechner implementieren kann und essentielle Fragen lösen kann, wie zum Beispiel, ob ich einen Rechner prinzipiell besser ankleiden könnte als ich, um mir dann zum Beispiel in Modefragen beizustehen. Hierfür habe ich erstmal zwei grundsätzliche Klassen an Menschen aufgemacht, die, wie ich glaube, sich unterschiedlich wie Mode quasi wahrgenommen wird. Eine Mode-Pragmatiker, das bin quasi ich, als Prototyp, und zum anderen auf der anderen Seite Mode-Ästheten, wo ich jetzt einfach mal meine Freundin genommen habe, weil ich habe ja nicht so viele Freunde. Und zum anderen muss ich natürlich auf die Kleiderschränke, also ich muss einen Kleiderschrank untersuchen, und das geht natürlich schlecht bei Fremden, deshalb meine Freundin, aber man kann es natürlich auch genderneutral betrachten in diesem Vortrag. Der Kleiderschrank, wie sieht das erstmal mathematisch aus? Ja, man hat verschiedene Kleiderkategorien, die zueinander beziehungen sind. Eine Kleidung selbst ist dann quasi ein Tuchel mit je einem Element aus so einer Kategorie beziehungsweise der leeren Menge, weil es gibt ja Tage, wo uns einfach die Unterbuchse ausreicht. Was mache ich damit? Ich definiere mal eine Funktion, die beschreibt, was finde ich als Kleidung passend. Das heißt, ich bilde ab aus dem Bereich der physikalischen Einflüsse, die mich über den Tag erwarten. Ja, zum Beispiel das Wetter oder wie heiß wird oder wie feucht oder trocken, und natürlich der soziokulturellen Einflüsse oder Anforderungen, denen ich mich stellen muss. Zum Beispiel gehe ich zu Omis Geburtstag oder einfach nur in die Uni, und dann kann ich quasi abbilden auf die Kleidung, die mir dafür adäquat erscheint. Das kann ich alles nochmal mit Quantoren ausdrücken, das mögen wir Informatiker, der Rest eher nicht so, deshalb habe ich das nochmal aufgemalt. Man sieht oben auf der Achse als Beispiel mal die Temperatur, nach unten verschiedene soziokulturelle Anforderungen. Und man sieht, die Matrix ist quasi vollständig ausgefüllt. Ich könnte jetzt kurz aufstehen, schaue einfach, was ansteht, und kann mich entsprechend kleiden. Ich habe auch Star Trek mit drin, genau, für meinen Vortrag. Und kann mich quasi instantan anziehen. Als Informatiker drückt man das natürlich auch nochmal algorithmisch auf. Man sieht, anziehen ist quasi nichts anderes als eine Stack-Operation auf seinen Kleiderschrank. Und was wir Informatiker immer machen, wir beschreiben quasi oder untersuchen die Komplexität des Problems. Das heißt, wie schwer ist dieses Problem? Wie schnell lässt sich das lösen? Dieses Problem liegt in P. Das heißt, es ist auf einer Turing-Maschine, auf einer deterministischen Turing-Maschine in Polynomialzeit lösbar. Für den Normalsterblichen heißt das einfach, der Rechner, den Sie zu Hause haben oder in Ihrer Hosentasche, löst dieses Problem sehr gut. Ja? Je größer es ist, desto schwieriger ist es zu lösen, aber grundsätzlich ist es sehr gut lösbar. Jetzt kann natürlich jemand sagen, naja, was ist, wenn diese Kleidung nicht im Kleiderschrank ist? Ja, dann könnte ich sie ja nicht anziehen. Das heißt, dieses Problem ist doch
komplizierter. Hierbei habe ich festgestellt, dass Mode Pragmatiker zwei Relaxationsmethoden entwickelt haben, um diesen Kleiderzyklus zu durchbrechen. Zum einen den Riechtest unter Anwendung von Deo aus der Wäschekorb wieder in den anziehbaren Zustand zu überführen oder die Föhnoperation, weil man aus dann direkt aus der Waschmaschine auch wieder anziehen können. Riecht sogar besser, wie ich finde, als wenn man noch wartet. Das heißt, jetzt sind wir schon am Ende noch eine Architekturskizze, weil man das als Informatiker auch so macht. Das heißt, ich habe verschiedene Webservices, wo ich zugreife, wie wird das Wetter, was steht heute an, habe einen RFID-getagten Kleiderschrank und könnte mich quasi mit diesen Informationen automatisch anziehen lassen und gleichzeitig meinen Fashion-Blog updaten, ohne dass ich überhaupt überlegt habe, was müsste ich anziehen. Ja, das geht sofort, ist schnell, einfach und lösbar. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum gibt es bei anderen, warum funktioniert es bei jedem? Ja, warum kann sich nicht jeder einfach so schnell anziehen? Und das war natürlich jetzt die Frage, die ich mich gestellt habe. Wie presse ich jetzt quasi meine Freunde in dieses mathematische Modell, was ich entwickelt habe? Dabei habe ich quasi den Kleiderschrank untersucht, natürlich erstmal festgestellt, kulturell bedingt gibt es für Frauen natürlich erstmal viel mehr Kleiderkategorien und modeinteressierte Menschen haben natürlich an sich auch viel mehr Kleidung im Kleiderschrank. Ja, das heißt, es ist ein linearer Anstieg in der Komplexität zu erwarten. Es dauert ein bisschen länger, aber wir alle wissen ja, es dauert sehr viel länger. Das heißt, das kann nicht alles sein. Und hier habe ich quasi das erste Erschreckende festgestellt. Es gibt quasi Kleidung ohne funktionale Eigenschaften. Das heißt, diese Kleidung könnte ich gar nicht in meiner Marke. Und wüsste ich gar nicht, wann ich die anziehen soll. Das heißt, hier muss es noch mehr geben. Habe ich dann noch festgestellt, beziehungsweise die ganze Modeindustrie, ja, Zeitungen, Blogs, Videos, Fernsehsendungen, die sagen, vorgibt, was gerade in ist, was man anziehen könnte. Das ist sehr schwierig nachzuvollziehen, weil das ändert sich zeitlich und örtlich sehr stark, aber man kann das trotzdem mathematisch auffassen, in einer sogenannten Heuristik, indem ich quasi Kleidungsstücke miteinander bewerte. Zum Beispiel Socken wird mir immer gesagt, wenn die unterschiedlich sind, passen die sehr schlecht zueinander. Ich kann natürlich meine Anziehoperation erweitern, indem ich nicht irgendwas anziehe, sondern das Minimum, das heißt das, was am besten zueinander passt. Das Problem ist, jetzt muss ich jedes Kleidungsstück mit jedem vergleichen, dadurch ändert sich auch die Komplexitätsklasse, wir nennen das NP-Complete. Das ist, heißt, dass es quasi nur deterministisch, in Full Linearzahl auf einer nicht deterministischen Turing-Maschine lösbar ist. Für den Normalsterblichen heißt es einfach, ihr Rechner löst dieses Problem, aber er braucht sehr, sehr lange dafür. Und da wissen wir, ja, das kommt schon gut hin. Zum anderen wird den Mathematikern unter Ihnen aufgefallen sein, hier steht noch so ein kleines Epsilon. Was macht das Epsilon? Das Epsilon heißt einfach, selbst wenn das am besten passt, heißt es nicht sofort, dass ich es anziehe, weil es gibt sozusagen noch ein No-Go-Kriterium. Wenn ich quasi für eine bestimmte Anforderung keine Kleidung habe, dann ziehe ich die auch nicht an. Dadurch kommt zum Beispiel so ein Phänomen, man hat sehr viel Kleidung, aber trotzdem nichts anzuziehen und ist quasi gleichzeitig auch umgekehrt gesehen wieder ein Kriterium, um einkaufen zu gehen. Ja, auf der einen Seite haben wir jetzt betrachtet, wie funktioniert Modepragmatismus einfach, wie funktioniert Modeästhetik. Es geht noch berechenbar, aber es dauert sehr viel länger. Zum anderen ist mir während der Arbeit darauf aufgefallen, dass es quasi noch eine dritte Klasse von Menschen gibt, die Mode auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen. Zum einen bemühe ich jetzt erstmal das Modell des Schwarms und quasi dieses Problem der oder dieses Phänomen der Modeemergenz zu beschreiben. Ja, man kann quasi die Modeteilnehmer als Schwarm sehen. Ich habe das hier mal H&M-Wolle genannt. Sich auf eine gewisse Art und Weise kleiden. Dazwischen liegen Menschen wie ich, quasi wie tote Fische im Strom. Man sieht immer dasselbe an. Und jetzt ganz interessant, es gibt quasi noch die dritte Klasse, die sogenannten Hipster, die sich versuchen, von diesem Schwarm möglichst weit zu separieren, aber gleichzeitig minimales Alignment beizubehalten. Das heißt, sie versuchen, die Richtung des Schwarms anzugeben, da passieren da paradoxe Dinge. Die bilden zum Beispiel eigene Schwärme, wie zum Beispiel diese Neukölln-Wolke, schon hinten dran als Retro-Hipster. Und uns passiert es sehr oft, wie man Hombrin zum Beispiel sieht, dass wir Hipster bei Accident sind. Hipster zeichnen sich vor allem durch eine angestrebte Uniqueness aus. Das heißt, wenn Sie Kleidung ausgerechnet haben, die Sie anziehen möchten oder könnten, dann ziehen Sie die Kleidung an, wo die Wahrscheinlichkeit am geringsten ist, dass Sie auf jemanden treffen, der dasselbe anhat. Ja, das ist unerwünscht, das ist erwünscht. Dieses Problem ist allerdings sehr, sehr schwierig zu lösen, weil wir gesehen haben, schon die Modeheuristik für mich alleine ist sehr schwer zu erfassen. Das heißt, ich müsste alle Modeheuristiken aller Menschen, die ich potenziell treffen könnte, berechnen. Und das ist quasi aus unserer Sicht nicht berechenbar. Das heißt, hier ist meine Arbeit als Informatiker auch zu Ende, weil ich das da quasi auch nicht implementieren kann. Das heißt, ich komme zu den Ergebnissen. Man sieht, dass die Klassen, wie man Mode quasi aufnehmen kann oder sagen, wie man gegenüber Mode steht, sehr gut mit den gängigen Komplexitätsklassen der Informatik korrelieren. Das heißt, je mehr Anspruch ich habe, desto schwieriger wird es einfach, bis zu nicht berechenbar.
Das eine Konklusion, die man daraus ziehen kann, ist zum einen, dass der Rechner sehr gut dieses Mute-Problem löst, auf derselben Ebene wie ich auch Mute wahrnehmen. Das heißt, ich und mein Rechner sind Fashion Buddies. Und zum anderen vielleicht noch ein emotionales Ergebnis, weil Emotionalität in der Wissenschaft ja oft viel zu kurz kommt. Ich kann sagen, dass Menschen wie meine Freundin, also modeinteressierte Menschen, mehrmals täglich Probleme lösen, die so schwer sind, dass sie nicht mal der größte und beste Rechner auf der Welt lösen könnte. Was ich erstmal großartig finde. Zum anderen kann ich auch sagen, dass halt, wenn jemand von Ihnen noch einen Partner oder Partnerin sucht, zusätzlich jemand mit Modegeschmack, so bekommen Sie Ihren eigenen Superrechner direkt nach Hause. Ich weiß, wie man den konfiguriert, aber das weiß man bei Quantenrechnern ja auch noch nicht. Damit bin ich schon am Ende. Sogar noch eine Minute Vorzeit, das ist mir noch nie passiert. Und ich hoffe, ich kann Ihnen etwas über Mode erzählen, wie Mode funktioniert und dass Sie quasi, wenn Sie auch mal in dieser Situation sind, Ihre Partnerin einfach mal tatkräftig beim Einkaufen unterstützen, anstatt sich solche Science-Slams zu überlegen. Vielen Dank. Für diesen letzten Vortrag. Die Publikumsjury ist schon eifrig dabei und ich habe was sehr Schönes gefunden bei dem Journalisten, Literatur- und Theaterkritiker Karl-Ludwig Börne. Der stellte schon im vorigen Jahrhundert fest, es ist mit den Gesetzen der Mode wie mit denen des Staates. Jene werden für die Hässlichen wie diese für die Ruchlosen gemacht. Und die schönen Weiber und die guten Bürger müssen sich ihnen um der Ordnung willen fügen. Ja, und sollte Nadine mal wieder unzufrieden mit deiner Kleiderwahl sein, dann kannst du ihr einfach sagen, Mode ist weiblichen Geschlechts und hat damit seine Launen. Oder auch, Mode ist so unerträglich hässlich, dass sie alle halb Jahre geändert werden muss. Das wäre auch eine Haltung. Da plädiere ich auch für das Schwarz, das passt immer. So, jetzt ist aber natürlich ein letztes Mal für heute Abend unsere Publikumsjury gefragt und es blinkt schon kräftig und dann sind wir bereit, dieses letzte Votum aufzunehmen. Und erzählen wir jetzt, wie am Anfang, noch nicht. Doch, okay, auf drei diesmal wieder. Eins, zwei, drei. 10 Punkte. 10 Punkte, 9 Punkte, 9 Punkte und noch einmal 10 Punkte. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wunderbar. Meine Damen und Herren, das letzte Urteil ist gefällt. Der letzte Vortrag gehalten. Wir befinden uns also auf der Zielgeraden. Alle Kandidaten dieses heutigen Abends haben bewiesen, dass sie deutlich mehr Fantasie haben als manche Autoren von Theaterstücken, die man so sieht. Man hat gesehen, dass Wissenschaftler keineswegs diese verschrobenen Gestalten sind, die von der Welt nicht viel mitbekommen. Sie haben gezeigt, dass Fantasie etwas ist, das uns über das hinwegtröstet, was wir nicht sein können, und Humor, was über uns das hinwegtröstet, was wir tatsächlich sind. Das haben wir auch gesehen. Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen, tolle Sachen gelernt. Und jetzt könnten wir dann gleich mal zu der Verkündung schreiten, und da bist du gefordert. Denn unsere Kandidaten bekommen ja hier nicht nur eine Urkunde, sondern sie bekommen auch sehr schöne Geschenke. Sie bekommen der Sieger keinen Lorbeer, weil das ein sehr schnell welkendes Gemüse ist. Der Sieger wird ein Geo-Abo bekommen und dann würde ich dich mal bitten, schon mal die Preise zu holen. Und wir überlegen jetzt, wer es wo sein kann. Nein, es ist relativ klar. Und damit jetzt jeder nochmal einen guten, guten, schönen Applaus bekommt, werden wir jetzt von der Platzierung 5 bis zum Platz 1 aufwärts gehen. Und unsere Technik ist soweit, sie gibt mir oben ein schönes Zeichen. Dann beginnen wir jetzt mit der Verkündung. Ich denke, als erstes begrüßen wir noch einmal Gudrun Töpfer, die uns hier zum demografischen Wandel viel Interessantes erzählt hat. Und ich bitte einen kräftigen Applaus. Und
Vorlage beim Dekanat oder Arbeitgeber, die bestätigt, dass Gudrun Töpfer am Marburger Science Slam teilgenommen hat und damit die Befähigung zur Teilnahme an weiteren Science Slams oder anderen Veranstaltungen der Wissenskommunikation in Hessen und anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland erworben hat. Okay. Herzlichen Glückwunsch! Dönerform, das ist ein Space Cowboy, ein sehr bewährter Space Cowboy und der hat das schon mal beherzigt, also Bevölkerungspyramide in Zeiten des demografischen Wandels, dass man da eben, ja, ein sozialverträgliches Frühableben und das überreiche ich noch einmal mit einem herzlichen Glückwunsch. Als nächstes auf die Bühne, ich denke, Benjamin Stegmann, der uns hier zu den Blattnasenfledermäusen sehr viel erzählt hat. Und ich habe einmal, ich sagte ja schon, Halloween liebe ich. Das ist eine Fledermausgirlande, die man zu Hause aufhängen kann. Aber jetzt kommt das Allerschönste. Ich saß neulich in einer Kneipe und da war Halloween dekoriert. Mit diesen wunderbaren Fledermäusen, die eigentlich eine Bierflasche trägt. Aber ich dachte mir, eine Zahnbürste passt besser. Und viel Spaß damit. Wenn ich richtig gerechnet habe, dürfte genau unser Science Slam Debütant Patrick Reinhardt sein. So, und der Patrick Reinhardt kriegt natürlich auch diese wichtige Urkunde, die jetzt bitte im Dekanat abzugeben ist. Ja, und dann Cleopatra. Die Schlampe mit einem herrlichen Dekolleté, Elizabeth Taylor. Ohne Krokodil, aber mit den Folgen dessen, wenn man mit einem Krokodil schläft. Ja. Tja, und jetzt kommt der Sieger des heutigen Science Slams. Johannes Kretschmer! Natürlich auch die Siegerurkunde, wo ich gleich noch den Namen draufschreibe, damit das klar war. Da steht noch kein Name, das ist hier nicht abgesprochen. Und natürlich kriegt er auch noch ein paar persönliche Geschenke. Mode besteht ja auch aus vielen Accessoires. Und hier ist einfach die Auswahl. Schwarz und Silber, das kann man sich auf den Kopf stecken. Nadini freut sich vielleicht drüber. Dann haben wir hier noch ein paar Tattoos, wahlweise wessen Gender man sich entscheidet. Ein paar Ansteckschleifen und, damit es immer richtig ist, der Garderobenhaken für Mr. Right. Viel Spaß damit. Kandidaten, die uns wieder einen grandiosen Abend beschert haben. Ich bedanke mich bei den Jurymitgliedern Hanna, Sina, Ulrich, Heiner und Karina, die jetzt bitte von Ihnen allen einen Applaus bekommen für ihre Spiele. Behalten, aber die Stimmkarten würde ich Sie bitten, wieder hier vorne hinzulegen. Wir sind eine Kultureinrichtung, wir haben wenig Geld, wir haben wenig Praktikanten, die neu laminieren können. Es wäre sehr nett, wenn wir sie vorne wieder hinlegen können. Und natürlich bedanke ich mich ganz herzlich
bei dem Team, ohne dass sie gar nicht stattfinden würden, nämlich Carsten Wackernagel, der oben den Ton gefahren hat, und Ronald Strauß, den man hier auf der Bühne auch gesehen hat. Ja, ein kräftiger Applaus. Der heute zum ersten Mal den Science Slam gemacht hat und der das wunderbar eingerichtet hat. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich danke meinem Mann Christian für das Filmen, damit sie es auch in ein paar Wochen im Fernsehen sehen, nicht im Fernsehen, auf YouTube sehen können. Und ich danke natürlich meinem Assistenten Abi, der mich immer so schön unterstützt. Und ich danke Ihnen, dem Publikum. Sie haben wieder einen schönen Abend gemacht. Und ich danke Steffen Find, unserem Praktikanten, der laminiert hat, aber auch noch viel, viel mehr gemacht hat. Ganz, ganz tollen Dank. Janina, unsere FSJlerin, ist krank, heute nicht hier. Aber dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns wieder am 27. Februar. Und jetzt, hoffe ich, treffen wir uns gleich noch im Foyer und vertiefen die Gespräche. Schönen Abend, bis gleich.